Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es für euch den zweiten Teil des Feuerwerks vom TK Maxx. Es geht wieder um Knallbonbons. Ihr habt euch den zweiten Teil in den Kommentaren gewünscht. Danke nochmal für die ganze Resonanz zu dem Video. Ja, da ich da auch selbst noch gar nicht genug von bekommen habe, von diesen tollen Artikeln, gibt es heute für euch ein weiteres Set. Wieder gleiche Marke, in dem Fall jetzt 10 Euro statt 13. Wir schauen uns das Ganze einmal genauer an. Und zwar, 6 Deluxe Crackers. Im letzten Teil hatten wir 8. Das Design ist hier auch, ganz anders, muss man sagen. Aber auch wieder weihnachtlich. A Merry Christmas to you steht auf den einzelnen Rollen drauf. In Weiß und Rot. Hier oben steht es in der Ecke. UVP 17 Euro. Unser Preis 10 Euro. 10 Euro habe ich auch bezahlt. Hier oben steht auch drauf, kein Verkauf unter 18 Jahre, was natürlich keinen Sinn macht bei Jugendfeuerwerk, ist natürlich ab 12 Jahren erlaubt, aber naja, das möchte ich jetzt gar nicht mal so weit ankreiden. Ich habe hier hinten wieder abgeklebt, was da drin ist, beziehungsweise was da drin sein kann, denn hier steht auch nochmal, dass es unterschiedlich sein kann, also es muss nicht das drin sein, was draufsteht anscheinend. Im letzten Teil war es allerdings so. Ja, also hier auch wieder NEM 7,8 Milligramm in dem Fall, F1, also ist es tatsächlich auch wieder Jugendfeuerwerk, als Jugendfeuerwerk zugelassen. Hergestellt von RSW International Limited, wieder aus England. Ja, das war es glaube ich schon mal, was diese Infos angeht. Ich bin auf jeden Fall wieder gespannt, was mich heute für einen China-Schrott erwartet. Und ich werde mal eben die Kamera hier anders positionieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier haben wir das gute Ding und jetzt schauen wir mal, was sich da so drin befindet. Beziehungsweise wie man das überhaupt öffnet. Ah ja, okay. Nehmen wir da einfach mal mittig das erste Knallbonbon raus. Ich muss sagen, ähnlich groß wie die aus dem ersten Teil. Ja, sieht wieder schön aus eigentlich. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Hier wieder die Schnüre drin. Ich bin gespannt. Oh ja, ich glaube, das ist der erste, der tatsächlich laut geknallt hat. Ich hoffe, das hört man auch im Video. Aber der hat jetzt schon eine gewisse Lautstärke, muss ich sagen. Okay, was haben wir hier wieder drin? Okay. Anscheinend wieder eine Krone. Tja, warum auch immer eine Krone? Ich verstehe diesen Hintergrund ehrlich gesagt immer noch nicht ganz. Das halte ich hier einfach mal wieder in die Kamera. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptartikel. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Was zum Teufel? Ach. Okay, ich zeig's euch mal. Ich glaube, ich habe doch eine Vermutung. So sieht's aus. Man könnte vermuten, es handelt sich um ein Sextoy, aber weit gefehlt, glaube ich. Das sieht aus, als wäre das so ein Flaschenverschluss für so Weinflaschen. Irgendwie sowas in die Richtung, dass man hier ist auch so eine Gummidichtung, dass man das quasi da so reinsetzt und dann kann man das hier mit diesem Hebel auf- und zumachen. Irgendwie sowas wird es sein. Falls ihr doch denkt, das ist was anderes, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Genau, das war Nummer 1. Weiter geht's. Machen wir mal einen weißen. Und los geht's. Auch wieder sehr laut. Das ist schon alles rausgefallen. Krone. Ein erneuter Spruch. Tatsächlich waren in diesem Knallbonbon nochmal die gleichen Schraubendreher drin wie beim ersten Teil. Also relativ unspektakulär. Weiter geht's.
Ich glaube, ich reiß die auch ein bisschen zu aggressiv auf. Das fällt ja immer alles raus hier. Krone mal wieder. Ach ja, der Spruch ist hier noch drin. Beziehungsweise, das sind ja mehrere Sachen, die da draufstehen immer. Ist mir auch erst nach dem Hochladen vom ersten Teil aufgefallen. Ja, und was ist das hier? Ich glaube. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ein Campinglöffel-Set oder so. Teaspoon. Ach, hier sind verschiedene. Das sind verschiedene Löffel. Also hier steht direkt drauf, für was man das verwenden kann, schrägstrich soll. Teaspoon zweimal. Was haben wir hier hinter? Auch Teaspoon. Aha. Und ein Tablespoon. Ja, weiß ich jetzt nicht. Mit solchen Löffeln esse ich eigentlich seltener, muss ich sagen. Tja, weiß ich nicht. Ist auch so eine Halterung dabei. Man könnte sich das prinzipiell irgendwo noch dran machen, aber halten tut das auch nicht. Ja, ist halt wieder ein Schrottprodukt, ne? Mich wundert es nicht. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob man das braucht. Ja, nächste. Man muss aber schon wirklich so ziehen, sonst passiert da nichts. Die reißen aber gefühlt auch besser auf als die im ersten Teil. Einmal der Spruch wieder. Zack. Diesmal eine Krone in Rot. Und ich glaube, das Auspacken kann ich mir sparen, denn auch dieser Artikel war schon im ersten Video enthalten. Und es handelt sich um ja, dieses Armband. Eine erneute Krone. Ein Spruch für euch. Und ein Mini-Kugelschreiber. Nice, Alter. Wer wünscht sich den nicht zu Weihnachten, oder? Ein viel zu kleiner Kugelschreiber. Super. Mit Drehmechanismus. Ich guck mal, ob der überhaupt noch schreibt. Tatsächlich, ist noch nicht ausgetrocknet. Das sagt jetzt natürlich noch eigentlich sogar vielleicht aus, dass das Set noch gar nicht so alt ist. Naja, super. Okay, kommen wir schon zum letzten Knallbonbon. Dann haben wir es geschafft. Und ich hoffe, ich muss das nie wieder testen. Gut. Ach, hier ist. Das klingelt ja richtig. Also irgendwas Metallisches auf jeden Fall. Auch hier nochmal Krone und ein erneuter Spruch. Schön. Also ja, unspektakulärer geht es eigentlich gar nicht. Ein Flaschenöffner mit Schlüsselanhängerfunktion sozusagen. Ja, ich finde, das ist von allen Sachen, die hier überhaupt im ersten und zweiten Teil zusammen drin waren, am sinnvollsten. Von allen Sachen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, das soll es auch schon gewesen sein, was das Ganze angeht. Ich tische das Ganze hier gerne nochmal auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier sind die Inhalte nochmal aufgetischt vom Löffelset bis hin zum Schlüsselanhänger und ein Mini-Kugelschreiber, alles dabei. Ja, was bleibt mir übrig, darüber zu sagen? Ich finde es komisch, es bleiben Fragen offen, aber ich hoffe, es hat euch unterhalten und es war dann doch irgendwo die 23 Euro wert. Das war's mit dem Video. Ich werde jetzt gleich hier erstmal mein Zimmer wieder säubern. Das sieht ja schon wieder aus hier. Ja, bis dahin, euer Sutze, bis zum nächsten Video.